Der Berliner Hauptbahnhof wird 10 Jahre alt. Für viele ein Grund, das Meisterstück des Architekten Meinhard von Gerkan zu feiern. Vor allem für seine spezielle Dachkonstruktion ist der einst modernste Bahnhof Europas bekannt. Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder soll das Glasdach aber einmal salopp mit einer abgebissenen Wurst verglichen haben. Der Hauptbahnhof ist mittlerweile aber genauso ein Teil der Hauptstadt wie die schwangere Auster oder die Waschmaschine Bundeskanzleramt. Doch seit der Fertigstellung und Eröffnung des Bahnhofs 2006 hagelte es unaufhörlich Kritik. Nach etlichen Nachbesserungen des Dachs und anderer Baumängel belaufen sich die Baukosten mittlerweile auf über 1 Milliarde Euro. Weitere Kosten zur Anbindung an das Berliner Nahverkehrsnetz nicht eingerechnet. Der Absturz einer Querstrebe an der Fassade des Bahnhofs während des Orkans Kyrill hat zudem enorme Schäden verursacht und die eingebauten Scheiben des Dachs zeigen immer wieder neue Risse, die zwischenzeitlich mit Holzpaneelen ausgebessert wurden. Doch Reisende scheinen trotzdem zufrieden. Also mir gefällt die moderne Architektur und diese Glasdächer ganz oben. Es ist halt mehr eine Shoppingmeile als so ein richtig schön klassischer Bahnhof, aber er ist trotzdem schön. Also als er damals gebaut worden ist, fand ich, war er noch ein bisschen als Einzelstadtobjekt hier. Aber mittlerweile ist ja alles neu gebaut drumherum und dann fügt er sich wunderbar ein. Na dann auf die nächsten 10 Jahre. Die schafft der Hauptbahnhof auch noch. C ist er ja.